Hallo, hier ist euer RoboBox 28 zurück zum Landwirtschaftssimulator. Und ja, wir gehen jetzt unser Feld. Wie heißt es in Bauernsprache? Weiß ich gerade gar nicht. So, wir gehen jetzt das Feld einfach mal pflügen. Die Steuerung ist sehr direkt. Ist aufgefallen, ich könnte ja Heuballen machen. Wie teuer ist denn so eine Heuballenmaschine? So, suchen wir mal schnell. Also das ist zum Aufladen. So teuer ist das Ding hier. Nehmen wir ein Oldtimer halt. Und nehmen wir einen Oldtimer Anhänger. Wir könnten ja jetzt theoretisch einfach mal das Gerät, das er hinten dran hat, einfach mal abstellen. Abkoppeln. Jetzt fahren wir schnell zum Schwarzmarkthändler. Wir düsen mit unserem geilen Trecker in die Hupe. Ich hoffe, dass das so ein Anhänger ist, wo man, also die Ballenpresse, wo man den Anhänger anschließen kann, weil das gibt es ja auch im App. Und ja, dann verkaufen wir die Samen, also die Samen, weil die Heuballen kann man die verkaufen. Genau. Lieber Gott, ich steig mal schnell aus. Ne, das ist nichts zum Ankoppeln. Rückwärts! Ah! Natürlich sollte man ja auch gerade anfahren, um einen Wagen anzuhängen. Aber wir können jetzt trotzdem mal schauen, ob das funktioniert, den hinten anzuschließen. Theoretisch müsste doch das gehen. Nee, geht nicht. Ach, schade. Gibt's hier irgendwo noch einen günstigen Traktor? Behalten wir einfach mal die Oldtimer-Schüssel hier und gehen jetzt mal das Zeug aufladen. Die Paletten kannst du auch mal selbst wegbringen. Licht, werde Licht.
Also das ist ein sehr altes Gerät. Aber wenigstens muss man nicht so wie bei der Ballenpresse das selbst drücken, dass da die Ballen rauskommen. Ja, wir fahren als Zeitvertreib. Fahre ich selbst? Ich kann auch nur selbst fahren, keine Hilfe einstellen. Wieso? Keine Ahnung, wieso das nicht geht. Machen wir das ein bisschen realer. Schauen wir mal schnell heraus, wie es dem Ballen so geht. Ah, scheiße, vom Kurs abgekommen. Man muss nämlich schön neben den Linien fahren, dass das auch funktioniert. Und ja, ich als Schweizer habe mir das Spiel gekauft, weil das Spiel eine Schweizer Firma programmiert hat. Ja, das ist kein Witz. Das Geile ist halt, es gibt eine Xbox-Version und eine PS3-Version. Wer sich das Spiel kaufen möchte für die PlayStation 3, der kann das gerne tun. Also in der Schweiz kostet das knapp 50 Schweizer Franken. Weiß nicht, wie viel das gerade in Euro wäre. Als Kleinbauer muss man ja auch schauen hier im Spiel, dass man nicht so viel Kredit von der Bank holt, nicht so wie ich. Es gibt auch einen Erfolg, der nennt sich, oder in der Beschreibung steht vom Erfolg, halt, zahle die ganzen Schulden der Bank zurück. Also wenn ich mal 2 Millionen habe im Spiel, dann kann ich das tun. So, eigentlich ist jetzt gerade mir sau langweilig. Oh. Natürlich, dass es einfacher ist, können wir auch die Heuballen quer über das Feld verteilen. Oder halt die Strohballen. Mir tut es auch leid für die Personen, die in Deutschland wohnen, dass sie die Livestreams nicht schauen können, wegen was, keine Ahnung. Ihr könnt ja mal auf YouTube, irgendwo steht das sicher. Ja, da habe ich ja das Glück, dass ich ein bisschen unterhalb von Deutschland wohne. Neben Liechtenstein und neben Frankreich und oberhalb von Italien und unterhalb von Deutschland und neben Österreich, so wie gesagt. Ihr könnt ja jetzt selber auf die Karte schauen, welches Land das ich meine. Das ist die nette kleine Schweiz.
Alter, wieso kann ich da keine Hilfe einstellen? Ich verblöd hier noch. Ah, geil, wir dürfen sogar schneller fahren mit dem Teil, als ich gedacht habe. Ah! Natürlich mache ich hier keine halben Sachen. Ich will das Feld ganz allein, ohne Hilfe einzustellen, fahren. Auch wenn das noch 3 Folgen gehen wird. Werden würde. Schade, dass das Spiel für die Xbox-Version noch kein Multiplayer-Patch nachgepatcht wurde. Das Spiel kommt ja auch erst raus. Ich frage mich, wieso, dass ich immer Spiele vor Release habe, obwohl ich mir das nur vorbestellt hatte. Dasselbe wie bei GTA 5. Also wir fahren da mit einem riesen Hightech-Traktor rum, aber haben keine Hightech-Ballenpresse oder wie das auch sich nennt. Man muss auch relativ Langeweile haben, um solche Spiele zu spielen. Von GTA 5 darf ich nur Multiplayer-Ausschnitte zeigen, kein Singleplayer, weil das als Spoiler gilt. Oder halt, also das ist auch schon neu, zum Beispiel Let's Play macht von der Kampagne. Und nachher kauft sich das Spiel niemand mehr, weil zum Beispiel die Kampagne scheiße ist. Nur als Beispiel, aber ich denke mal, die Kampagne wird gut von dem Spiel. Da noch dieses Stücklein hier. Ach ja.
So, 15 Minuten sind rum, wir speichern ab hier. Und das heißt, wir sehen uns nachher gleich wieder im nächsten Teil von Landwirtschaftssimulator auf der Xbox 360 und tschüss.